Es gab genügend Stimmen, die schon Ende 2020 gesagt haben, passt mal auf, ihr seid, wir laufen in eine Schieflage. 2021 hat sich das dann manifestiert. Also die Preise für CO2, für Kohle, für Strom haben sich für 2- bis 5-facht. Und das war alles vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Mhm. Also die Ukraine hat dann nochmal einfach einen draufgesattelt. Aber tatsächlich war die Schieflage der Energiemärkte schon völlig zu 100% Politik gemacht, schon vorher da. Es geht nicht darum, dass man dann halt einmal die Woche weniger wäscht oder die Spülmaschine anstellt, sondern Herr Leukefeld hat es ja eigentlich gerade gesagt, es geht um diese 2 Monate, wo dann die Wohnung mal eine Woche lang kalt bleibt, weil dann eben kein Backup da ist und wenn man jetzt gar nicht mehr CO2 produzieren möchte, das ist das, was hinter der Netto-Null steht, wenn wir das mit wetterabhängigen Energien machen.